So Manfred, jetzt erzählen wir mal, wo ist dein Arbeitsplatz hier? Ja, mein Arbeitsplatz ist genau hier am Burchardkai, das Thaler-Terminal. Da drüben ist Eurogate, aber das ist Konkurrenzfirma von uns. Und mein zweiter Arbeitsplatz ist in erster Linie hinten am CTA, Containerterminal Altenwerder, wo die grünen Schiffe auch liegen, zu sehen sind. Und da werden die Schiffe ent- und beladen? Genau. Du machst beides quasi? Ja, genau. Und woher kommt die Faszination zum Hamburger Hafen? Ja, ich bin als Kind damit aufgewachsen. Mein Vater, mein Opa, die sind alle im Hafen gewesen. So, was passiert jetzt hier? Ja, wenn du dir die Brille praktisch aufsetzt, dann kannst du... Das ist mit deinen Haaren etwas schwierig, aber ja, ich kann das. So. So in etwa. Boah, das ist aber krass hier. Also für so einen Job muss man ja geboren sein, ne? Ja. Wie lange machst du das schon? Seit 40 Jahren. Ach so, dann hast du ja schon ein bisschen Erfahrung. Würde ja, ich sagen, kann man sagen. Krass. Ist schon mal jemand ins Wasser gefallen, rausgefallen? Wir ja, nein. Na, ihr trinkt ja keinen Alkohol, hoffe nein, ich doch mal. Nein, ja, das ist ja nicht verboten. Wie bei uns auf St. Pauli. Wie bist du eigentlich nach Hamburg gekommen, auf die Idee, nach Hamburg zu kommen? Naja, ich hatte schon ganz früh von St. Pauli gehört, dass es hier in Hamburg einen Stadtteil gibt, wo man so sein kann, wie man gerne sein möchte und wo es Auftrittsmöglichkeiten für mich als aufstrebendes buntes Huhn als Travestiekünstler gibt. Und so bin ich nach Hamburg gekommen. Aber auch ein Grund war der Hafen, weil ich liebe einfach das Wasser, das Meer, diese Freiheit. Und durch meine Hafenrundfahrten habe ich natürlich wirklich eine ganz feste Bindung zum Hafen. Ja. Und das ist jetzt leider alles weggefallen. Dein Lieblingsschiff ist die Cap San Diego. Ja, genau. Und da bist du. Die liegt ja hier an der Überseebrücke. Aha. Und da bist du Ehrenbotschafter. Was genau bedeutet das? Ich versuche in den sozialen Medien Werbung für das Schiff zu machen und auch Sponsoren anzusprechen und ja, mache Veranstaltungen auf dem Schiff. Ausfahren. Wie viele Leutchen folgen dir da so? Auf Facebook habe ich eine Gruppe oder bin ich Administrator von einer Gruppe mit 23.000 Mitgliedern. Wow, das ist aber krass. Super. Ja. Ich bin auch schon auf der Cap San Diego gefahren, habe schon gefeiert und schon moderiert darauf. Das ist ein cooles Schiff. Ja. Bananendampfer, das weiß sogar ich. Ja. Fährt die noch richtig oder ist das einfach nur für Touris, dass man so einmal so durch den Hafen fährt? Nein, die fährt absolut noch. Ist die richtig hochseetüchtig noch? Nein, bedingt. Die darf sich, glaube ich, im Moment nur 20 Seemeilen von der deutschen Küste entfernen. Und wie weit komme ich denn da? Bis nach Helgoland? Ja, nach Helgoland, ja. Ja, voll frei einkaufen kann man. Also ja, auf jeden Fall. Das ist ja schon mal was. Der Hafengeburtstag ist eines der wichtigsten Events von Hamburg. Ja. Und das muss man natürlich am Leben erhalten. Und wir müssen immer noch sagen, wir sind alle noch da. Mhm. Liebe Touris auf der ganzen Welt, wir warten hier auf euch. Nächstes Jahr wird es sicherlich einen geben. Mhm. Und der Hafenrundfahrt fehlt mir natürlich auch wie vielen anderen. Und deswegen ist es echt eine tolle Idee, dass man das digital machen kann. Mhm. Und so kann man jetzt auch zu Hause zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung auch mal wieder in den Hafen eintauchen und sich ein bisschen berieseln lassen. Und einfach auch merken, wie wichtig und toll der Hamburger Hafen ist. Ja. Nicht nur als Wirtschaftsmotor, sondern auch als Tourismusmagnet. Tourismusmagnet, ne? Das ist vielleicht das Gute in der Krise, wenn es natürlich nicht alles aufwiegt, das Miteinander. Ja. Und es ist uns wichtig geworden. Ja. Und wir haben gemerkt, wie wichtig Live-Entertainment ist in dieser Zeit. Lieber Hamburger Hafen, der Manfred und ich wünschen alles Gute zum 832. Geburtstag. Wir lieben dich. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Aber hier ist schön, ne? Das war gut. Dann merkt man, war das ein Profi-Fest.